Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Let's Play Folge von Cyberia 2 mit eurem Gabrosaru. Und ich nehme auch weiterhin in meinem kranken Zustand diese Folge auf. Und in der letzten Folge sind wir einigermaßen gut vorwärts gekommen, haben auch dieses Mammutglas eingesetzt. Und ich war am Überlegen, ob wir nicht runter in die Stadt Romansburg kommen, um dort im Auge des Mammuts den Schlüssel zu finden. Gesundheit mal wieder, meine teuerste. Leider waren wir nicht in der Lage, hier abzuhauen, weil wir zunächst einmal Hans helfen sollen. Was? Da gibt es noch was zum Untersuchen. Puh, recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Okay. Aufs Streichholz setzen. Auf die Bürste setzen. Schmeiß die Fische vorwärts und dann als Schlittschuhe benutzen. Warum? Hä? Okay, das habe ich definitiv noch nicht gesehen gehabt. Genau. Wir waren dabei, abzuzischen. Das Blöde war einfach nur, dass wir erst einmal das Rätsel im Mammutgebäude lösen müssen. Oder ich befürchte das Schlimmste. Ich hoffe, der ist nicht für Hans gedacht. Doch, natürlich. Okay, wir haben jetzt der wird auf jeden Fall nicht für Hans gemacht sein. Mit dem Sarg bekomme ich Gänse. Und mit dem Sarg, also okay, mit dem Sarg kann ich dann auf jeden Fall irgendwann später abhauen, wenn die mich nicht lassen. Ja, bestimmt sogar. Und ich hatte mir in einer ganz kurzen Pause überlegt gehabt, vielleicht geben ja die Zahlen irgendeine Auskunft darüber. Also Sanctus Heilig, Libri vielleicht Buch, welch heiliges Buch, Abscondo Mei, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas höchstwahrscheinlich mit Wissenschaft. Ich kann leider kein Latein, deswegen kann ich euch da wirklich bin ich euch da überhaupt gar keine Hilfe. Ich schreibe mir trotzdem mal die Zahlen auf. Vielleicht fällt mir dazu ja irgendetwas ein. So, 1895 bis 1996. Aber was könnte das mit Nord, Ost, Süd und West bedeuten? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, keinen blassen Dunst. Hä? Ach, da geht's weg. Da geht's wieder raus mit mir. Gibt es hier sonst noch etwas? Weil ich hatte ja auch gerade oder in den letzten Folgen total die Mauer übersehen. Deswegen lieber noch einmal gründlich alles hier nachschauen. Gut, bei Hans gibt es nichts. Ja, da muss ich jetzt echt überlegen, ob mir die Zahlen irgendeine Auskunft darüber geben, über dieses Nord-, Ost-, Süd- und West-Dingen. Unten gab es leider keine Bücher. Schauen wir hier rechts nochmal nach. Da gibt es... Ich versuche auch irgendetwas mit den Zeichen oder mit der Symbolik irgendwie festzustellen, aber es gibt da leider nichts. So, dann hoch mit mir und dann probieren wir einfach nochmal. Auch wenn mir da gerade keine logische Sache einfällt. Leider. Das Ding muss weiter nach oben, so würde ich das sehen. Weil das Licht muss... Warte mal, wie habe ich das denn gemacht? So? Nee, okay, dann mache ich das mal als erstes nach unten. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wieso das jetzt funktioniert hat, aber ich... es könnte durchaus Schlimmeres sein. Dann ist ja hier sogar direkt wirklich der Schlüssel. Ach du Scheiße. Ja, dann rein mit mir oder nachgucken. Was ist denn hier alles? Was sind das alles? Jetzt mal ohne Witz, was ist das hier alles?
Hä? Hä? Kann ich hier überhaupt was anklicken? Bin ich doof? Ach, guck mal, ein Buch von Alexei Tukjanov, Reisenotizen und Zeichnungen aus dem hohen Norden Sibiriens. Okay. Schade, dass das nicht vorgelesen wird, weil ich glaube, das wird länger. Ja, das wird viel länger. Okay. So, ganz kurz einen Schluck zu mir genommen und dann geht es auch schon los. Am 15. April 1947 lud ich Gepäck und Vorräte auf einen Schlitten, vor den ich mehrere kräftige Tiere spannte, und verließ das Kloster der Stadt Romansburg gen Norden auf der Suche nach den rätselhaften Völkern, welche in der trostlosen Weite der sibirischen Tundra zu Hause sind. Ich hatte von meinen Ordensvorgesetzten den Auftrag erhalten, diese heidnischen Stämme, die alle dem schamanischen Glauben anhingen, zu bekehren, zu versuchen. Ich reiste unter der Tarnung eines einfachen Trappers, da es sich von den Staatsagenten und dem Militär in Acht zu nehmen galt, die jegliche religiöse Tätigkeit mit einem misstrauischen Auge beobachteten und ihrerseits das östliche Sibirien durchstreiften, um die Eingeborenen davon zu überzeugen, doch endlich die äußerst zweifelhaften Segnungen des siegreichen Kollektivismus zu kosten. Es bedurfte mehrere Wochen, bis mir ein Gespann wirklich vertraut war. Da in Romansburg keine Hunde aufzutreiben waren, hatte ich mit einigen Yukis Vorlieb nehmen müssen, die ich von einem Jäger erstanden hatte. So. Der Yuki weist sowohl Ähnlichkeit mit dem Seehund als auch dem Hund auf. In der freien Wildbahn lebt er hauptsächlich am Flussufer. Aufgrund seiner außerordentlichen Gefräßigkeit ist es für einen Trapper ein leichtes, ihn zu fangen. Im Winter ernährt sich der Yuki vor allem von Orangschlachs, den ihm der sibirische Braunbär jedoch häufig streitig macht, da dieser Fisch die bevorzugte Nahrung des gefährlichen braunen Ungetüms ist. Was? Ach so. Okay, gefährlichen braunen Ungetüms ist. Ich frage mich gerade, ob dieser Yuki war das. Es gab vor ein, zwei Folgen diese komischen Gebrüder, der kleine böse Zwerg und dieser etwas größere Dummbolzen. Haben wir da vielleicht einen Yuki befreit? Ist er erst einmal gezähmt, so erweist sich der Yuki als ein anhängliches, aber kapriziöses Tier. Er widersetzt sich jeglicher ernsthafter Abrichtung und wird nur dann als Schlittenhund eingesetzt, wenn kein richtiger Hund zur Verfügung steht. Gewisse arktische Völker scheinen jedoch hinter das Geheimnis seiner Dressur gekommen zu sein, denn nur so ist es wohl zu erklären, dass dieses Tier bei ihnen große Verwendung findet. Der Gesichtsausdruck von den beiden ist aber schon sehr geil. Hast du was zu essen? Ich kann das doch riechen. Du hast bestimmt was zu essen. Von allen Völkern, die in diesem gottverlassenen Gebieten leben, galt mein Hauptinteresse zweifelsohne den Yukol. Wen wundert es also, dass ich meine Schritte dorthin lenkte, wo ich davon ausgehen durfte, auf sie zu treffen? Die Reise gestaltete sich langwierig und gefährlich. Erst am 27. Oktober 1947 gelang es mir, mit den Yukol in Kontakt zu treten. Ich weilte mehrere Monate lang unter ihnen, machte mich mit ihrer Lebensweise vertraut und lernte sie dafür zu schätzen, was sie waren. Sehr schnell schon verwarf ich jegliche Bekehrungsabsicht und begnügte mich damit, ihre Sitten und Gebräuche zu studieren. Und das ist eine Ritenmaske der Yukol, verkörpert den Seelenfährmann, der die Sterbenden ins Jenseits begleitet. Sie flößt den Yukol große Angst ein. Die Yukol sind eines der am wenigsten erforschten Völker des hohen Nordens. Sie leben heute in einer weit abgelegenen, eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografische Entfernung und die extremen klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sowohl die Forschung als auch die sowjetischen Behörden sich bisher nur wenig mit den Yukol befasst haben. Und so konnte ich vor meiner Reise lediglich einige wenige Skizzen, Notizen und Fotografien studieren, die die russische Forscherin Marie Budrynow vor rund 100 Jahren angefertigt hatte.
Ihr verdanken wir heute einen Großteil dessen, was wir über das Volk der Yukol und deren Kultur wissen. Mammuts. Die Ursprünge der Yukol reichen in die letzte Eiszeit zurück. Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Zivilisation, genauer gesagt in den vorgeschichtlichen Höhlen der Stadt Valadilen, tief im Herzen der französischen Alpen. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Globus unternommen hat. Heilige Schneeeule! Ach du heilige Schneeeule! Dieser Vogel wird oft als Begleiter des Yukol-Schamanen angesehen. Er scheint sowohl als sein Gehilfe, als auch als sein Repräsentant und sogar als seine Reinkarnation betrachtet zu werden. Das sieht aber echt hässlich aus, der Yukol-Schamane. In den weiten Ebenen Sibiriens wimmelt es nur so von Lemmingen. Sie ernähren sich von Samen und kleinen Früchten, die sie in ihren Bauten horten, um den Winter zu überstehen. Der Lemming gräbt tiefe Stollen ins Eis, um seinen Feinden zu entkommen. Seine größte Bedrohung stellt die Schneeeule dar, zu deren Lieblingsspeise er zählt. Im Laufe meiner Reise bin ich mehrere Male auf vorgeschichtliche Spuren gestoßen, die darauf hindeuteten, dass die Yukol ehemals viel weiter westlich angesiedelt waren, als es heute der Fall ist. So fand ich zum Beispiel an Wegrändern kleinere, geschickt erreichte Steinhaufen, die den Yukol-Jägern bei ihren Opferrieten zugunsten heidnischer Götter als Altar dienten. So. Immer noch, ich hab voll Futter, voll Hunger. Oh, lecker. Der Grund für die lange Wanderung der Yukol liegt auf der Hand. Allen Anschein nach beruhte ihre Zivilisation ausschließlich auf den Mammuts. Diese waren Reit- und Lasttiere und lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Zweifelsohne handelt es sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Als die Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gefilden auswanderten mussten, sind die Yukol ihnen also bis in den hohen Norden Sibiriens gefolgt. Bestimmte Höhlenmalereien, die als Yukol-Malereien identifiziert wurden, ließen bereits die Hypothese zu, dass es den Yukol gelungen war, die Mammuts zu zähmen. Sie sind in der Tat unserer Kenntnis nach das einzig vorgeschichtliche Volk, das Darstellungen eines auf einen Mammut reitenden Mannes hinterlassen hat. Genau, das Bild kennen wir ja bereits schon, weil sogar unsere Mammutpuppe ja so aussieht. Holy shit. Mehr Text ging wohl nicht. Okay. Das Leben der Yukol war also eng mit dem dieser Dickhäuter verbunden. Aus dem Fell wurden nicht nur die Kleider, sondern auch die Dächer und Mauern der Häuser hergestellt. Die Stoßzähne bildeten die Struktur der Behausungen und dienten der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck. Erstaunlich ist, dass sich mit dem Aussterben der Mammuts vor 12.000 Jahren die Lebensweise der Yukol ganz offensichtlich nicht sofort geändert hat. Es scheint, als habe sich die enge Bindung zu den Mammuts noch über Jahrtausende hinweg fortgesetzt. So erstaunlich dies auch sein mag, die Yukol ernähren sich auch heute noch von Mammutfleisch und fertigen weiterhin Kleidung und Dächer für ihre Behausungen aus Mammutfell an. Und was ihre künstlerischen Objekte aus Mammutelfenbein betrifft, so sind diese schlichtweg oder schlichthin beeindruckend. Wir können also davon ausgehen, dass die Yukol es über Jahre hinweg verstanden haben, die unzähligen toten Mammuts, die in einem perfekt erhaltenen Zustand im gefrorenen Boden Sibiriens ruhten, als Ressourcen zu nutzen und so ihre traditionelle Lebensweise fortzusetzen. Es sieht so aus, als hätten die Yukol über fast 300 Jahre über 30 Jahrhunderte hinweg von dieser riesigen Speisekammer gelebt, wofür sie im Laufe der Jahrhunderte im Permafrost ein wahres Netz geräumiger Höhlen gegraben haben sollen. Wenn man den kühnen Behauptungen Marie Baudrinus Glauben schenken darf, leben die Yukol fortan in einer unterirdischen Stadt. Die Forscher der Fakultät für Paläontologie der Stadt St. Petersburg haben all diesen Yukol-Mythen und Legenden selbstverständlich nie auch nur den geringsten Wahrheitsgehalt beigemessen. Dabei hebt sich doch die Legende der Elfenbeinarche Sibiriens ganz besonders von allen anderen ab.
Nichtsdestotrotz wird sie seit eh und je lediglich als eine versponnene Geschichte angesehen, die von den Schamanen erzählt wird, um ihren Zuhörern an unendlichen sibirischen Winterabenden die Langeweile zu vertreiben. Laut dieser Legende existieren zum heutigen Zeitpunkt auf einer Insel irgendwo im Norden Sibiriens lebende Mammuts. Eine Art Überbleibsel aus der Eiszeit. Eine kleine Population, die dank der Yukol die letzten 12 Jahrtausende auf wundersame Weise überlebt hätten. Die Insel, auf der die Mammuts leben sollen, wird in der Legende Siberia genannt. Ich füge meinen Notizen eine Fassung dieser Legende bei, die ich den Memoiren Marie Bourdonneufs entnommen habe. Sie entspricht in jederlei Beziehung den Erzählungen der Yukol, deren Bekanntschaft zu machen mir beschieden war. Auch wenn diese Geschichte keinen Beweis für die Existenz der Insel Siberia darstellt, so bietet sie doch den Nährboden für eine äußerst verlockte Hypothese. Scharlachroter Brombeerstrauch. Ach, das ist doch der, den wir doch schon gefunden haben. Infernus rubus. Im Herbst duften seine Blüten so stark, dass sie selbst einen Yuki aus dem Winterschlaf wecken würden. Blaugras. Fossile Pflanzen, okay. Scharlachroter Brombeerstrauch. Diese Pflanze findet in Verbindung mit Seehundfett oder Talg häufige Verwendung in der Heilkunst der Yukol. Die bei ihrer Verbrennung freigesetzten Dämpfe besitzen große Heilkraft. Den Schamanen zufolge wächst diese Pflanze auf den Gräbern derer, deren Seele in Frieden ruht. Oh Gott, okay, es ist noch ein bisschen zum Lesen, aber es ist auch super interessant, weil ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, das ist eine riesige Geschichte um Siberia herum, die hier nochmal niedergeschrieben worden ist, mit so viel Liebe zum Detail, das kann man einfach nicht, ja, das muss gelesen werden. Die Legende von Siberia. Am Ende der letzten Eiszeit trat ein gewaltiger Klimawechsel ein und zahlreiche Gebiete wurden überflutet. Diese plötzliche Veränderung der Lebensbedingungen stellte das Überleben zahlreicher Tierarten in Frage, so auch das der Mammuts, die zu dieser Zeit den extremen Norden Sibiriens bevölkerten. Das den damaligen Maßstäben zufolge ungewöhnlich weit entwickelte und intelligente Volk der Yukol, das diesen Tieren einen wahren Kult weihte, beschloss, dem Beispiel Noahs folgend, eine große Arche zu bauen, um die Mammuts zu retten. Das riesige Schiff war ganz aus den Stoßzähnen der Mammuts angefertigt. Man brachte eine kleine Herde Mammuts sowie Unmengen von Futter an Bord. Einige besonders furchtlosen Mitgliedern des Yukol-Clans wurde die Aufgabe zuteil, die Tiere dorthin zu bringen, wo sie bessere Voraussetzungen für ihr Überleben vorfinden würden. War dieser Ort gefunden, so sollten sie die Tiere von Bord gehen lassen und dann zum Rest des Stammes zurückkehren, um ihm vom Gelingen ihres Unterfangens zu berichten. Es sollten jedoch 10 Jahre vergehen, bis die Arche an ihren Ausgangspunkt zurückkehrte. Zum großen Erstaunen der auf dem Kontinent zurückgebliebenen Yukol befanden sich keine Überlebenden an Bord, nur die Körper von ein paar toten Mammuts, die in dem Eis, das das Schiff bedeckte, perfekt erhalten waren. Die Yukol sahen darin ein Zeichen, ein Geschenk der Götter und verzehrten die Mammuts in einem legendären Festschmaus. Eine Woche später war die Arche erneut von der Strömung davongetragen worden und kehrte auch diesmal erst 10 Jahre später mit 9 eingefrorenen Mammuts zurück. Dieses Phänomen wiederholte sich über die Jahrtausende hinweg. Alle 10 Jahre tauchte die Arche wieder auf, wobei die Yukol jedes Mal wieder neue, erstaunlich gut erhaltene Mammuts vorfanden. Die Yukol interpretierten dieses Phänomen als Ausdruck des Wohlwollens der Seelen ihrer Vorfahren, die auf der ersten Reise der Arche in einer tragischen Schiffskatastrophe ums Leben gekommen waren. So entstand eine Religion mit ihren Ritualen und Gebräuchen, in deren Zentrum die regelmäßige Wiederkehr des Geisterschiffs mit seiner wertvollen Ladung stand. Nichts schien sich über die Jahrhunderte an dem mysteriösen Hin und Her der Arche zu ändern. Eines Tages aber, vor etwa 100 Jahren, kehrte die Arche früher als erwartet zurück. Sie war leer.
Die armen Yukol waren zutiefst verwirrt. All das, woran sie glaubten und worauf sie ihre jahrtausendalte Kultur aufgebaut hatten, verlor auf einmal seinen Sinn. Die Gläubigsten unter ihnen hielten verzweifelt an ihrer Hoffnung fest, zumal die Arche in Abhängigkeit von den sich mit den Jahreszeiten umkehrenden Meeresströmungen noch einige Jahre lang ihr Hin und Her zwischen dem Kontinent und dem Unbekannten fortsetzte. Aber dann mussten sie feststellen, dass die Arche schließlich nicht mehr davongetragen wurde. Zahlreiche Yukol verließen daraufhin ihr Dorf und durchquerten tief verzweifelt die Tundra. Man trifft sie derweil in den rauchverhangenen Kneipen der Vorposten unserer Zivilisation, arme Alkoholiker, die anderen Trinkgenossen unglaubliche Geschichten über Mammuts erzählen. Als die Forscherin Baudruneuf bei den Yukol weilte, fand sie ein ehemaliges Schiff vor, das im Laufe der Jahrhunderte von einer enormen Eisschicht bedeckt worden war, unter der nur noch die Yukol das mystische Schiff ihrer Legenden zu erkennen glaubten. Den Mutmaßungen der Forscherin zufolge hat das Eis, das sich im Laufe der Zeit auf der Arche angesammelt hat, deren Ausmaße verdoppelt und es ist ihr damit unmöglich gemacht, sich weiterhin zwischen den vereisten Mäandern des arktischen Packeises durchzuschlängeln. Ich, Alexei Tukjanov, kann die Beobachtungen dieser kühnen Abenteurerin nur bestätigen. Die Arche, die einen zu der Insel Siberia bringen soll, gibt es tatsächlich. Und auch wenn ich keine handfesten Beweise habe, so bin ich dennoch davon überzeugt, dass diese Insel wirklich existiert und dass dort noch heute ein kleiner Restbestand an Mammuts leben kann. Gezeichnet Alexei Tukjanov. Wow, das war mal ein richtig langer Text. Eine Yukol-Reliquie. Dann kann ich das bestimmt auf die Kerze packen später. Das wäre auf jeden... Ja, ich denke, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ist das vielleicht der Schlüssel? Ist diese Yukol-Reliquie der Schlüssel, den ich dann später unten benötige? Oder kann ich... Ich könnte mir noch sehr gut... Wir probieren das noch einmal aus. Das war jetzt aber wirklich mal eine sehr, sehr... Das Licht ist aus. Das muss ich nicht machen. Ach, das Licht ist aus. Okay, ich dachte, ich könnte... Ach, okay, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das Licht nochmal verändern könnte auf den... Auf hier im nächsten Bildschirm. Aber gut, anscheinend nicht. Gut, wir hatten in Siberia 1 eine sehr lange Lesefolge und jetzt haben wir auch in Siberia 2 unsere Lesefolge hinter uns gebracht und mal gucken, ob es, also so langsam verdichten sich ja die Beweise, dass es Siberia, diese Insel mit den lebenden Mammuts, tatsächlich geben mag. Und mal gucken, vielleicht leben ja doch noch viel mehr Mammuts auf dieser Insel als eigentlich gehofft. Vielleicht wollen die Yukols das ja auch nicht mehr so riesig und großartig breit treten. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute fürs Zuschauen bei Let's Play Siberia 2 mit eurem Gabrosaru und hoffe einfach, dass ihr morgen wieder mit dabei sein werdet. Und ich sage euch dann bis dahin auf Wiedersehen und ciao.